Hallo und herzlich willkommen zurück zu God of War. Ja, in der letzten Folge war es sehr chaotisch, weil, wie man im Hintergrund sehen kann, der Junge sehr, ja, ich sag mal, krank geworden ist. Freya kümmert sich jetzt um ihn, aber das Problem ist, sie hat uns ein Ziel gegeben. Ich hoffe, hier durch die Tür kommen wir raus. Ja, sie hat uns ein Ziel gegeben, in einer, ja, toten. In einem Totenland sozusagen, wo wir unsere Waffe nicht Ausgerechnet benutzen können. Heli. Geht's dir gut, Bruder? Ich werde tun, was nötig ist. Ach, das Lass ist mich ihr in Boot. Ruhe. Wie du wünschst. Ja, wo wir unsere Waffe nicht benutzen können und. Was ist das denn für ein Viech da? Was soll? Und wo er jetzt nicht mit uns kämpfen kann und wir scheinbar einen großen Gegner haben werden. Deswegen habe ich etwas Bedenken gerade. Das ist eine ganz tolle Denkerpose, mein Großer, aber was bringt uns das jetzt? Also ihr Boot fährt scheinbar alleine. Das ist doch schon mal gut. Was ist da? Oh, das sieht ja cool aus. Ich glaube, den haben wir ganz am Anfang schon mal gesehen, oder? Hat der auch geleuchtet? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, wir sehen, Kratos ist natürlich völlig fertig. Er denkt nur noch an den Jungen. Und Zeus ist scheinbar ziemlich wütend, nebenbei bemerkt. Oh. Hallöchen. Ich vermute mal, dass das seine Frau war. Athene. Doch nicht? Raus aus meinem Kopf. Okay. So ein bisschen umschauen kann ich mich. Okay. Ich warte jetzt die ganze Zeit darauf, dass mal irgendwas passiert. Was passiert denn da? Oh je. Also wenn ihr jetzt eine super tolle Musik im Hintergrund hört, dann ist das nur unser Eiswagen, der es irgendwie sich zur Aufgabe scheinbar gemacht hat, genau wie der Müllwagen, immer genau dann zu kommen, wenn ich aufnehme. So, was hat sie gesagt? Das sind üble Kreaturen und unsere Axt bringt uns nichts. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Wir sind aber jetzt zu Hause, wenn ich das richtig sehe. Wir sind noch nicht in dem. Nein. Oh. Wir sind zu Hause, ja, aber. Hinter dir, Bruder! Aber. Aber wir müssen uns was überlegen, okay. Was habe ich denn gerade gemacht? Linke Seite, Bruder! Dein Ernst jetzt? Was soll ich denn machen?
Nein! Ich will die Axt wegwerfen. Wieso geht das nicht? Rechte Seite! Linke Seite! Okay, so geht's auf jeden Fall. Vorsicht! Von hinten! Och, nicht noch mehr. Willst du mich verarschen? Von rechts! Können die endlich mal abhauen? Nein. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht, es gab doch irgendeinen Trick, wie man hier umstellen konnte zwischen Axt und mit den Fäusten kämpfen. Aber irgendwie habe ich das nicht so hinbekommen. Okay. Du kannst dich nicht verstecken, Spartaner. Bringe so viel Abstand zwischen dich und die Wahrheit, wie du willst. Das ändert gar nichts. Gib vor, alles zu sein, was du nicht bist. Lehrer, Ehemann, Vater. Doch einer unumstößlichen Wahrheit wirst du niemals entkommen. Du änderst dich nicht. Du bleibst für alle Zeit ein Monster. Ich weiß. Aber ich bin nicht länger dein Monster. Ach, du Scheiße. Also gut, lass mal sehen, was diese Klingen drauf haben. Okay. Ja, geil. Kann ich die immer behalten? Weg von dir! Ah.
Das jetzt endlos lange machen? Oh ja, die Klingen werden dir in Helheim gute Dienste leisten. Also ich glaube, ich sehe dort hinten eine Tür zur Zwischenwelt in deinem eigenen Vorgang. Nimm die Abkürzung zum Weltenreisetempel und dann auf nach Helheim, ja? Ah, rechts ist Ausrüsten zwischen... Ach so! Hä? Ach so, links sind die. Und nach unten ist... Okay, okay, okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Verloren und wiedergefunden. 2 von 4. Okay. Ach so, das ist die Sache mit meinem eigenen Vorgarten. Gucken wir mal eben, ob wir hier noch irgendwas einsammeln können. Da ist noch was. Jetzt fühle ich mich irgendwie gar nicht mehr so schwach, wenn wir da hingehen. Okay, wir versuchen es mal. Jetzt muss ich mir nur merken, Moment, links sind die. Rechts ist die Axt. Okay, gut. Was konnte ich denn drücken? So. So, mystisches Tor. Mir ist ja gerade vor Schreck alles runtergefallen. Wo will ich denn überhaupt hin? Ich weiß es gar nicht. Wo muss ich denn hin? Da, wo es leuchtet? Seele aus zweiter Hand? Moment mal eben. Sekunde. Ziele? Wir können hier übrigens auch wieder was... dafür brauchen wir Runen, dafür brauchen wir auch Runen. Führen Sie Angriff in schneller Folge aus, ohne Schaden zu nehmen. Das hört sich auf jeden Fall schon mal sehr gut an. Das sollten wir auch nehmen. Drücken Sie beim Zielen RT, um einen schweren Rundumschlag auszuführen. Das hört sich auch gut an. Werde ich wahrscheinlich nie machen, weil ich immer vergesse, was ich drücken muss. Aber hört sich trotzdem gut an. Ja, den Rest konnten wir ja nicht machen. Moment, für die Waffen war auch noch irgend... Nee, das war... Moment. Jetzt seine Klinge. Ist jetzt ausgerüstet, ja? Okay, gut. Ich wollte aber eigentlich bei den Zielen gucken. Zu Türs Weltenkammer zurückkümmern. Zurückkehren, meine ich. Ja, das wäre das Nächste. Zur Karte. Türs Weltenkammer. Türs Weltenkammer. Türs Tempel. Muss ich dann nicht zum Tempel? Ich bin total verloren. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Zum Tagebuch. Tschüss, Welken. Ich glaube, das sind hier diese ganzen kleinen Sachen, die ich jetzt nebenbei... Oh, das sieht ja cool aus. Tamus Leiche. Aha, das sieht wirklich cool aus. ja, jetzt weiß ich nicht, ob wir jetzt zum mystischen Tor sollen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, ehrlich gesagt. Ah, wir probieren es mal. Also, mystisches Tor, die Reise. Aber die Reise kann ich ja nicht anklicken. Das ist ja das, wo ich jetzt gerade bin, ne? Denke ich mal. So, nur weil das hier leuchtet, das verwirrt mich so ein bisschen. Da können wir aber nicht hin. Das heißt, theoretisch müssten wir das nächste nehmen, was wir machen können. Und dann dahin reisen. Ich
Ich bin ziemlich sicher, dass du da hinten nicht mit mir gesprochen hast. Gibt es etwas, das du dir gern von der Seele reden möchtest? Ach, der sieht ihn gar nicht. Der sieht die gar nicht. Von Geheimnissen bin ich unschlagbar. Naja, du weißt ja, wo du mich findest. Und fürs Protokoll, ich habe mir schon gedacht, dass du Grieche bist. Athene? Deutlicher geht's doch nicht. Okay. Sie hat aber irgendwas gesagt von wegen überqueren nicht die Brücke. Ich weiß jetzt nicht. Aber sie meint wahrscheinlich jetzt nicht die, wo ich jetzt gerade drin bin, hoffe ich doch mal. Das ist ja keine richtige Brücke. Oje, oje. Ist das mein Ziel? Hallo? Was? Hey, du stinkst nach fremder Magie. Beim Schoß der Freya. Was ist das denn? Ein außergewöhnlicher Anblick. Ist das ein Familienerbstück? Nein. Wird es auch nie werden. Sohn, mein Bruder und ich schmiedeten Mjölnir für diesen Idioten. Ich erkenne Qualität. Und die zwei sind was Besonderes. Sag, wo ist denn der Kleine? Es geht ihm schlecht. Nein. Warum denn? Die Asen? Nein. Ich bin schuld. Und ich muss es wieder in Ordnung bringen. Manchmal kommen wir nicht um die Verantwortung herum. Sag, wie kann ich ihm helfen? Ich kann viele Dinge. Willst du, dass ich mit dir gehe? Nein. Deine Arbeit hier ist genug. Na gut. Und wohin bist du so eilig auf dem Weg? Ins Reich der Toten. Helheim! Verdammt, so ernst ist es. Ja, so ernst ist es. Ich werde dich im Auge behalten. Bitte. Moment, der kann die... Der kann die verbessern? Moment. Lass uns noch mal kurz reden. Keine Sorge, Kinder sind zäh. Ich habe mir in seinem Alter den Kopf abgeschnitten und mir hat's auch nicht geschadet. Er hat sich den Kopf abgeschnitten. Aber sonst geht's noch. Okay, Chaosflamme habe ich nicht. Zauber, Auferstehungssteine, Ressourcen. Ich will nur nicht, dass das hier immer da drin hängt. Ein Zauber, der das Glück um 10 erhöht. Oh, das ist aber eigentlich auch nicht schlecht. Kaufen wir mal. Abklingzeit, Vitalität. Wenn ich jetzt wüsste, ne? Aber ich würde jetzt gerne erstmal kurz gucken. Verbessern, Leviathan-Axt, Chaos-Klingen. Die können aber nicht verbessert werden, weil ich keine Chaos-Flamme habe. Was soll denn der Schwachsinn? Och, Leute, ernsthaft. Da kann ich auch nichts auswählen. Kann ich auf der Axt was auswählen? Verbessern? Ja, komm. Brauchen wir ja so oder so später. Gut. Brustrüstung, können wir da auch noch was verbessern? Das ist alles schlechter. Oh, Moment. Das wäre auf jeden Fall besser. Das ist natürlich nicht schlecht, weil, ne? Unsere Ausrüstung haben wir ja dabei. Jetzt ist das Glück allerdings immer noch auf 16. Muss man das dann irgendwie da reinmachen? Weil sonst hätte ich das nämlich jetzt gerne gemacht, aber wenn das Glück... Andererseits, Abwehr und Runen verbessern sich natürlich, ne? Na komm. Ich muss zumindest irgendwie... Ah, da haben wir jetzt nicht genügend Fragmente für, schade. Talisman, Konstant... Oh, da geht das Glück ganz weg.
Okay. Ressourcen ist jetzt wieder was Neues drin. Frostflamme. Okay, aber mehr scheint er nicht machen zu können, zu wollen, wie auch immer. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt erstmal weiter. Frage ist nur, was muss ich jetzt genau machen oder einstellen? Weißt ihr das? Jetzt, da Freya dir die Weltenrune nach Helheim gegeben hat, müsste es auf dem Tisch wählbar sein. Nach Helheim, ne? Augenbezeichen. Welt nicht verfügbar. Achso, das, was leuchtet. Ja, darauf kann man natürlich auch gucken. Wir machen es wirklich. Ja, ob das so gut ist, weiß ich nicht, aber... Das ist denn der Ausgang, da wo es hell leuchtet? Das sieht so aus. Ich dachte gerade, das wäre so ein Viech. Okay. Ich das eigentlich auch mehr. Ja, das hat aber so einen ähnlichen Effekt, glaube ich. Okay. Ich halte dir den Rücken frei. Ernsthaft? Lass mich diesen Moment nutzen, um dir zu sagen, dass das, was du vorhast, absolut irre ist. Nicht mal Odin kann diese Kälte überleben. Ich hoffe, die Klinge funktioniert. Okay. Nicht mal Odin überlebt die Kälte. Das hört sich doch gut an. Die Brücke, die Freya erwähnte? Nein, wir sind noch auf der Weltenreisebrücke. Wir suchen die Brücke der Verdammten. Über sie gelangen die Toten in ihr endgültiges Zuhause. Statt Wilhelm. Zugang über den. Folge einfach dieser Brücke. Sie müsste uns direkt ziehen. Ich hatte gehofft. Ich verstehe dich nicht. Kopf. Mich hier gerade mal eben um die Gegner kümmern. Es tut mir leid. So, hier oben hatte ich doch eigentlich noch einen umgebracht. Was ist denn das da hinten? Sag mir jetzt bitte nicht, dass das Runen sind. Silber, sehr schön. Kann man ja nie genug von haben, ne? Das wissen wir ja mittlerweile. Verbrenne Hales Dornen mit dem Feuer deiner Klingen und mach uns den Weg frei. Mit dem Feuer meiner Klingen, okay. Spartaneransturm, leichter Runenangriff. Ein Sprintangriff, der Gegner mit einem brennenden Schild rammt und leichten Brandschaden verursacht. Okay. Cool. Frage ist, brennt das auch runter? Einer der Gründe, weshalb wir die Klingen geholt haben. Ah. Das macht jetzt gerade mal so richtig Spaß. Das ist cool. Ah.
stimmt was nicht. Hier sollen nur die gerade Verstorbenen sein. Es sind zu viele. Das Tor muss geschlossen sein. Und wenn das Tor geschlossen ist, ist Hel überfüllt. Ohne die Walküre, die sie sortiert und auswählt, ist Hel überfordert. Okay. Verschlossen. Was jetzt? Ja, jetzt müssen wir einen Umweg suchen, denke ich mal, ne? Spring runter. So. Das sind auch Runen. Nein, oh, du sollst einfach nur weitergehen. Hallo. Okay. Oh oh. Das sieht allerdings nicht so gut aus. Kannst mich mal. Sowas lasse ich mich gar nicht erst ein. So. So. Okay. Dann können wir hier irgendwo rüber. Müssen wir hier vielleicht runter? Das sieht da so komisch aus. Gehen wir hier hoch? Ja. Als wir die Häscher bei meinem Haus getötet haben, kamen sie hierher? Wie sind sie so schnell zurückgekehrt? Die Zeit verstreicht nicht in allen Welten gleich, vor allem was die Welt der Geister betrifft. Wie das Licht von Alfheim? Ganz im Gegenteil. Der Seelensee fühlt sich schneller an als die Zeit in Alfheim. Aber Hel ist viel langsamer als Midgard. Tut mir leid, das muss verwirrend sein. Wenn wir früher wieder bei meinem Sohn sind, ist das gut. Ah, du lernst wirklich schnell. Ja, geh doch einfach da hoch, Mann. Es ist irgendwie ein bisschen komisch hier. Ich kann hier zwar rum, aber anscheinend nicht springen. Und auch nicht hoch. Ich kann irgendwie nur da runter, aber das bringt mir ja nichts. Da komme ich ja auch so hin. Ah, Moment, jetzt kann ich doch da rum. Ach, du Scheiße. Ach, das sind die... Aber überall sind diese komischen Leuchten, ne? Okay. Greif mich doch jetzt garantiert an, oder? Habe ich hier nicht gerade noch eine Truhe gesehen? Moment. War die hier oben? Ah, okay. Wie komme ich denn da rein? Wie könnte ich denn zu dir rankommen? So anscheinend gar nicht. Oder ich muss das Ding da lösen. Also LT und dann RB, um Objekte zu verbrennen. Ja, ist ja gut. Yeah.
das ein schöner Statuen? Ich kann ihn nicht kaputt machen. So. Ah, verstehe. Aber das hilft nicht. Muss ich von der anderen Seite vielleicht noch machen? Ah ja, okay. So, jetzt aber. Hacksilber und das nicht zu knapp. Das ist schon mal sehr gut. Moment. Aufheben. Sehr schön. So, jetzt habe ich nur ein kleines Problemchen. Das sieht mir nämlich danach aus, als ob wir hier doch noch mehr machen müssen. Aber die Folge ist jetzt schon ziemlich lange und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt gleich wieder los muss und meine Tochter abholen muss. Deswegen würde ich sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao.